sehr schnell. Jetzt, jetzt sind wir wieder hier unten. Aber jetzt können wir hier oben erkunden. Die Wogen des Schicksals. Teil von Schlacht um die Nordwege. Kapitel 5. Alte Freunde, neue Herausforderungen stellen Eivor vor schwierige Entscheidungen. Ich will aber erstmal hier oben erkunden. Heidelbeer. Lecker. Frieden bei den Wikingern? Das wäre das Ende von Valhall. Ja. So, ich gehe ins Bettchen, Leute. Hami, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Und morgen einen nicht allzu stressigen Tag. Oh Gott. Upp. Holen wir uns erstmal den Punkt. Hab immer probiert, war lecker. Das Rezept ist im Buch Vegetarier für Faul. Oh, schön. Der Hausmeister hat vorhin ein Kochbuch gefunden. Was? Das perfekte Kochbuch. Was? Das Kochbuch. Emir-Baschur. Eine Serie. Käme, mögest du himmlischen Ruhen und angenehm gebettet sein. Ich hab gedacht, das ist ein Buch. Ach so. Es gibt eine neue James May-Serie. Oh Gott. Da müssen wir jetzt hochkraxeln. Okay. James May, Sumimasen. Hab Dank. Oh. Oh Gott, jetzt werdet ihr auch noch so förmlich. Leute, mit sowas kann ich nicht umgehen. Hört auf damit. Unterstrich Koffein. Wird morgen gekocht. Gekocht und gebacken. Also wir machen einen Kuchen und gefüllte Champignons. Ausrufezeichen Rezept für die Rezepte. Ach krass. In 15 Minuten. Hami unterstrich Koffein. Kann ja nicht jeder mit so Unholden zu tun haben wie du, Smiley mit rausgestreckter Zunge. morgen gibt's einmal vegetarisch gefüllte Champignons. Anschließend vorzüglich gespeist im Kreise der Zuschauer. Klar. XD. Aber selbstverfreilich. Also morgen gibt es einmal vegetarisch gefüllte Champignons mit Reis und zum Nachtisch eine marmorierte Mango-Joghurt-Torte. Hast du eine Schätzung wegen Uhrzeit? Ich denke mal so gegen 2, 3. So in dem Dreh. Kannst du mir das Rezept schicken? Ist ohne Eismaschine gemacht. Dann lass es mal auf dem Discord. Eis geht immer. Oder wie Baschurs Frau gesagt hat. Eis. Aber da brauche ich eine Decke, sonst ist es zu kalt. Ich bin auch weg. Luzi, ich wünsche dir auch eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Beim Berge erklimmen. Oh, wir haben es ja gleich geschafft. Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Oh Gott, ich liebe das. Ich könnte hier einfach so stundenlang stehen, ne? Schmann 1989. Hoffentlich wird der Kochstream morgen mal ruhig. Nicht so wie letzte Woche war ja schlimm, ne? Knaller, die Frau. Ich weiß genau, warum ich sie geheiratet habe. So, jetzt bin ich weg. Gute Nacht, schlaft schön. Und bis morgen. Ein Opal. Gekritzelte Worte von Ragnwald Wanderskalt.
War Ymir der einzige seiner Art? Gab es vor ihm andere der großen Riesen? Wenn dem so war, gebaren sie Welten wie die unsere, andere Reiche mit anderen Menschen, anderen Göttern? Letzte Woche war nervig, ja. Aber sowas passiert halt, ne? Ist kacke, aber passiert. Oh, okay, sie kann keinen. Eine Laute. In dem Langhaus, da gibt es doch auch noch Sachen. Ja, was soll ich machen, G-Man? Ich glaube, das ist aber so ein bisschen das, was ich halt bei mir im Job gelernt habe. Je stressiger und schlimmer eine Situation wird, desto ruhiger werde ich und desto höflicher werde ich. Weil damit, das habe ich so bei mir bisher gelernt, damit nimmst du halt solchen Leuten ganz schnell den Wind aus den Segeln. Und was soll ich machen? Soll ich mich darüber aufregen? Bringt nichts. Dann hätten sie genau das geschafft, was sie wollten. Ah ja, ich weiß gar nicht, ob du das vorhin mitgekriegt hattest, G-Man, aber für dich auch noch, ich muss das noch unten in die Regel mit reinschreiben. Eine neue Regel, und zwar, wenn einem ein Spiel nicht gefällt, darf man das gerne einmal sagen, vielleicht auch zweimal, aber nicht in Dauerschleife. Dankeschön. Nur bevor du in das Fettnäpfchen trittst, ne? Komm ich hier irgendwo rein? Darf ich in das Langhaus? Zumindest solange Terra da ist. Ja, genau, solange Terra da ist. Nein. Also ich werde da mittlerweile. Es ist halt so eine Sache, die mich nervt und ich möchte im Stream nicht genervt werden. Deswegen gibt es immer eine Ermahnung und dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Ich komme hier gar nicht rein, ne? Wie komme ich hier in das Langhaus? Ich leide meist schweigend. XD. Ach, Bashur, wenn es so schlimm wäre, dann wärst du nicht hier, ne? Trete immer in Fettnäpfchen. Ja, deswegen gibt es einmal eine Ermahnung und danach ich schluch. Okay, aber hier komme ich auch nicht so einfach an die Schätzerin. Empfohlene Stärke 280. So viel habe ich noch nicht. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Emir-Bashur. Wo denn sonst? Nein, bin ja gerne hier. Die Leute hier sind genauso kaputt wie ich. Das ist schön. Ach, das finde ich ist das Wichtige. Wenn mich so jemand zum Beispiel bei mir auf Arbeit fragt, ja, was hast du denn da so für Leute, die da zugucken? Oder wie kann ich mir das denn vorstellen und so?
Jedes Mal, wenn mich das jemand fragt, sage ich, das ist wie so ein Stammtisch. Man trifft sich abends, unterhält sich über Gott und die Welt und dabei wird halt nicht gesoffen, sondern wir spielen Videospiele. Das ist so mein abendlicher Stammtisch hier. Nur mit weniger Alkohol. Außer ich habe wieder was gekocht mit Wein. Aber ich finde das auch cool. Gerade die Leute, die sich hier in den letzten Jahren her verirrt haben. Richtige Antwort wäre, das muss man erlebt haben, sonst glaubt man es eh nicht. Ja, das ist richtig. Habe es hochgeladen. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich gucke gleich, wenn ich Schluss mache. Oh Gott. Baby Steps. Immer noch hoch. Griechischer Wein. Ich hatte mal zwei Kollegen und der eine war Grieche und der andere, der hat ihn immer geärgert, indem er jedes Mal, wenn er reingekommen ist, griechischer Wein. War immer sehr lustig. Hab mich hierher verirrt. Ich glaube, jeder hat sich irgendwie hierher verirrt. Außer Katzi, die habe ich direkt angefixt. Da hatte ich gesagt, ja, ja, komm, ich zeig dir da mal was. Also bis auf Katzi haben sich, glaube ich, alle hier irgendwie mal her verirrt. Aber wie wir alle wissen, Irren ist menschlich. Wenn das Bild nicht gut ist, sage ich Bescheid. Dann muss ich es abschreiben. Ach so, ja, mache ich. Hier soll... Ah, da. Emir-Baschur. Ich hab mich nicht verirrt, Pom hat mich hier ausgesetzt und gesagt, sieh zu, wie du klarkommst. Wie so ein Hund, den man einer Raststätte ausgesetzt hat. Oh Gott. Mann 1989. Verirrt und nicht bereut. Oh, wie böse. Hab mich hier ausgesetzt. Ja, genau so. Oh. Weißt du, was das Gute ist dabei? Ich habe mich nicht hierher verirrt. Ich habe nach FF15 gesucht, lächelnder Smiley. Ja, du bist vielleicht die Ausnahme, Basti. Und Baschur, ich bin nur heilfroh, dass du nicht wie ein Hund hier ausgesetzt worden bist, weil dann hätte ich dich füttern müssen. Nein. Stell dir das mal vor. Nee, aber ich bin schon sehr glücklich mit ihm, so wie es jetzt läuft. No! Dann bekommst du ein Leckerlei. Ein Leckerlei? Emir-Baschur. Ich wurde ja angefüttert, sonst wäre ich schon weggelaufen. Du bist doch nur hier, damit du die Katzen sammelst und mich weiter durch die Künste des Kochens führen kannst. Bei Lara heißt Selbstversorgung. Genau. Nashra, du hast es verstanden. Als Einzige hast du es verstanden.